Hallo Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Video und ich möchte euch die VR-Optika-Linsen vorstellen für die Pico 4. Und ja, wer nicht gerne mit seiner normalen Brille in die VR-Brille schlüpft, der hat eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Einmal Kontaktlinsen anziehen oder aber wir besorgen uns Sehstärke-Linseneinsätze. Und das hat natürlich mehrere Vorteile. Ein großer Vorteil ist natürlich, wir können mit der normalen Brille nicht mehr die Linsen zerkratzen. Also das wäre ein Totalschaden, wenn man wirklich einen dicken Kratzer in die VR-Linsen macht. Und ja, die kann man ja eben austauschen. Von daher haben wir einen richtig großen Schutz durch die Linsen, die wir da drauf machen. Aber wir kommen natürlich dadurch auch viel näher an die Linsen, ans Display ran und haben dadurch auch ein größeres Field of View. Und ja, in VR möchte man so groß wie mögliches Field of View haben und ja, das geht natürlich verloren, wenn man hier die VR-Brille mit der normalen Brille kombiniert, weil wir brauchen auch noch zusätzlich diesen Spacer, wenn man zu nah mit der Brille rankommt, dann braucht man diesen Spacer, damit man nochmal weiter wegkommt mit der Brille an den normalen Linsen und dadurch geht natürlich dann auch wieder Field of View verloren, ist aber auch nicht bei jeder Brille ein Muss, diesen Spacer einzusetzen, das muss man je nach Brillenformat testen. Aber für mich hat das nur Vorteile. Es ist echt nervig, wenn man mit der Brille reingeht, auch wenn die Pico 4 da echt viel Platz bietet, aber für mich ist es echt störend und von daher kann ich nur jedem empfehlen, der wirklich eine Brille braucht, sich diese Linsen dann auch zu holen. Und ich zeige euch jetzt mal kurz, wie man hier die Linsen dann auch montiert oder zeige euch das Paket mal insgesamt. So kommt das an bei uns und ja, wird in diesen praktischen kleinen Säckchen geliefert. Ist natürlich auch gut, wenn man die dann so geschützt hat. Wir packen die erstmal aus. So, mit rechts und links markiert. Dann haben wir hier noch ein schönes Tuch von VR Optica, das wir nutzen können, um ja, die originalen Linsen zu reinigen, aber auch die zu reinigen. Und wir haben noch Brillenreinigungstücher dabei. Also ja, ist auch ganz praktisch, wenn man mal ja, groben Dreck entfernen möchte, dann ist das ganz sinnvoll. So, eigentlich ist es ganz einfach. Aber ich nehme dazu wirklich dann doch trotzdem das Facecover ab, weil man sieht es dann auch besser, was ich dann hier mache. So, jetzt muss ich ein bisschen ums Eck denken, aber das ist jetzt die linke Seite. Und ja, die sind ganz praktisch mit Magneten versehen. Ich versuche euch das mal zu zeigen. Hier und hier und hier auf der Seite, so. Da sind Magneten und die snappen dann auch genau wie das Facecover einfach ein. Und ja, die setzt man einfach hier drauf. Zack, fertig. Die haben eine kleine Arretierung noch. Wenn ich euch die auch noch zeigen kann. Ah, es ist schwer zu sehen, aber auf jeden Fall ist hier eine kleine Arretierung, so ein Punkt, wo man dann reingeht. Aber es ist eigentlich ganz einfach zu sehen. Wir haben hier so eine flache Seite. Die ist auch hier flach in der Brille. Na, hier ist die flache Seite und da legt man es einfach auf und fertig. Also es ist super easy, kriegt jeder hin. Da gab es schon schwierige Modelle, also da hat Pico auch so ein bisschen dran gedacht, dass man solche Linsen dann einsetzen kann, denke ich mal. Und ja, wir haben jetzt hier echt eine gute Bauhöhe. Es ist echt sehr flach und das ist ja bei den Pancake-Linsen ja auch das Gute, dass die so flach bauen und die Linsen hier vom VR Optica, schaut mal, wie dünn die sind. Und das ist ja gar nichts und die halten echt perfekt. Und glasklares Bild, und das ist immer das Wichtige, dass man wirklich sehr gut dadurch schauen kann. Und ich habe es schon mal öfters gesagt, ich habe in VR ein besseres, schärferes Bild mit den Linsen als mit meiner normalen Brille, egal wie neu die ist, wie genau optimiert die ist. Ich habe mit den Linsen besseres, schärferes Bild und das sind meine Eindrücke, meine objektiven Eindrücke davon, die ich über die ganzen Jahre jetzt gesammelt habe, weil ich hatte bei jeder Brille jetzt bisher diese Linsen und ja, ich möchte darauf nicht verzichten. Ich kann euch das nur ans Herz legen. Ja, für die Leute, die jetzt Interesse daran haben, sich diese Linsen zu bestellen,
den kann ich meinen Rabattcode ans Herz legen. Es gibt einen 5% Tupac VR Rabattcode und der ist in der Beschreibung unten verlinkt und in den Kommentaren werde ich ihn anpinnen. Und ja, 5% haben oder nicht haben ist natürlich auch was und ich möchte auch gar nicht verheimlichen, ich habe dadurch natürlich auch was. Also ist eine Win-Win-Situation und würde mich natürlich freuen, wenn ihr den dann nutzen würdet. Über die ganzen Jahre habe ich echt noch keine schlechten Kommentare über VR-Optikalinsen gelesen. Ich habe ja mehrere Videos zu mehreren Brillen gemacht und das Feedback war durchweg positiv. Alle waren sehr zufrieden und ich bin der Meinung, man sollte seinen Zuschauern niemals irgendwas präsentieren oder ans Herz legen, was man selber nicht wirklich gut findet. Und so halte ich das auch weiterhin. Ich werde auch weiterhin negative Sachen äußern zu irgendwelchen Dingen. Aber diese Linsen hier sind echt top und meiner Meinung nach für jeden wichtig, der hier drauf angewiesen ist. Aber auch Leute, die einfach nur ihre Brille schützen wollen, die können sich natürlich auch diese Planlinsen holen. Die Links sind alle unten in der Beschreibung. Also wie gesagt, geht gerne rauf, nutzt meinen Rabattcode und da würde ich mich natürlich freuen. Und ich hoffe, euch mit diesem Video hier geholfen zu haben. Wie gesagt, Montage ist ja super easy. Also das kriegt echt jeder hin. Und ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß mit eurer Pico 4 oder euren anderen VR-Brillen. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.